Moin, liebe Videospielfreunde, mein Name ist Dave Dennison, das hier ist das Gamepad Empire und neben mir sitzt, ich versuch's nochmal, die Neutralität in Person, die Verbindung zur Schweiz, der Leviathan 2. Hi. Ich mach's kürzer, hi. Der Leviathan ist tatsächlich aus der Schweiz hierher gekommen, um jetzt endlich im Gamepad Empire mal eine Runde zu zocken. Das Ganze hat den Grund, nein, es hat auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall ein Teil des Anlasses. Wir kennen uns halt schon echt eine Weile, also wirklich ziemlich lange. Über vier Jahre. Wir kennen uns jetzt seit über 4 Jahren. Damals war noch in Japan unterwegs. Wir haben diesen ganzen Quatsch schon mal gesagt, aber du hast die Augennamen abgespielt, wir müssen nochmal von vorne anfangen. Ja. Damals warst du noch in Japan, Dave. Ich weiß. Ja. Wäre schön, wenn ich auch wieder in Japan wäre. Aber aber es wäre nicht so speziell, wenn ich jedes Jahr hingehen würde. Genau. So, wir spielen Joe Mac 3, haben wir festgestellt. Damals haben wir es unter Joe Mac 2 gespielt, glaube ich. Ich weiß es gar nicht. Es ist 4 Jahre her. Ist dasselbe Spiel und du erklärst es bestimmt auch nochmal, warum. Mache ich, während hier gerade das Intro läuft. Passiert eh nicht viel. Das war einfach, keine Ahnung. Weil das erste Joe Mac kam raus, dann kam das zweite Joe Mac raus, das nicht Joe Mac hieß und nicht mal Joe Mac drin hatte. Aber als Joe Mac 2 galt, wenn auch weder bei Namen noch bei... noch mit Spielfiguren, sondern eher einfach vom Gameplay her. Und dann jetzt hier der dritte Teil, der wieder Joe Mac enthält. Ja, und jetzt spielen wir, wie gesagt, Joe Mac 3. Das hat den Grund, dass das eigentlich so unser erstes richtiges gemeinsames Together-Projekt war. Drück mal nicht weiter. Das war unser erstes richtiges Together-Projekt. Ich meine, wir haben vorher Tetris gespielt noch, wir haben vorher Dr. Mario gespielt. Gork heißt er übrigens. Ich drück nicht weiter, es hat Autoscrollen. Ah, verdammt. Übrigens wurde denen die Krone gestohlen, die müssen wir jetzt wiederholen. In der Steinzeit gab es keine Krone. Super Mario Kart haben wir noch gespielt. Genau. Und dann haben wir aber ein richtiges Projekt angefangen, was wir dann zu Ende gebracht haben. Das war eben Joe Mac. Ich bin mir nicht mal sicher, ob wir vielleicht Joe Mac sogar davor gezockt haben, ganz ehrlich. Könnte sein. Auf jeden Fall wollen wir es deswegen einmal replayen. Es ist immerhin 4 Jahre her jetzt und es hat sich einiges getan. Und diesmal können wir sogar nebeneinander sitzen. Und diesmal kann man sogar richtig nebeneinander sitzen. Spielen das richtig auf dem Super Nintendo. So wie es sich gehört. Ja, was für alle, die sich die Frage stellen, natürlich nicht möglich war, als ich in Japan war. Genau. So lange Kabel haben wir dann doch wieder nicht. Es ist schwierig umzusetzen, auch Wasserweg und... Nee, wobei, kommt drauf an, wie, ja, die Zeitverschiebung mit den Kabeln ist auch. Boah, die Zeitverschiebung war auch grausam. Jetzt hast, nicht mehr. Wann hast du noch gleich gespielt? Du hast quasi spät abends gespielt, oder? Ja, ich musste abends spielen, später Nachmittag abends, während es bei dir so morgen war. Ja, es war so irgendwie um, weiß ich gar nicht, wenn ich da, ich war um 8 oder so. 9, 10 vielleicht. 10 haben wir uns vielleicht getroffen, spätestens. Und dann war es bei mir schon 18 Uhr. Ja, und so haben wir dann gespielt. War schon. Aber wir haben es speziell. War schon sehr speziell. Ich hoffe, wie gesagt, wie schon mal gesagt, wie nimm's halt, wenn schon Fleischstaub liegt. Ich hab's versucht. Ich hab den Schuss. Du hast den Schuss? Ich hab den Schuss. Du hast den Schuss. Ja. Der Lev besteht immer darauf, dass wir dann erklären, dass wir möglicherweise das letzte ein Weltrekord aufgestellt haben. Mit haben einem, wir auch vielleicht. Ja, haben wir. Sehr möglich. Mit einem, einem Let's Play Together mit der größten Entfernung zueinander. Eben Deutschland und Japan. Etwa 14.000 Kilometer. Es könnte sehr gut sein, dass wir da den Rekord halten. Wahrscheinlich, weil uns niemand anderen interessieren würde. Ja. Sollen wir vielleicht mal erklären? Der Lev, der spielt Joe, also den grünhaarigen Höhlenmenschen. Und du den blauen. Ich spiele Mac, den blauenhaarigen mit dem Bandana, mit dem Schweißband, Stirnband. Krass, noch nicht in der Steinzeit. Wie auch immer. Ja. Aber garantiert gab es Keule, die Energieschüsse abgegeben haben. Bestimmt. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und Riesenwürmer. Außerdem Dinos. Schaffst du es? Ja, die okay. Taste klemmt manchmal. dann warte mal.
Okay. Ja, wir haben es vorhin schon mal gespielt gehabt. Ja. Da ist uns aber leider die Aufnahme abgeschmiert. Deine geniale Hardware. Ah, ja, Mann. Manchmal, du spielst wieder, ja? Ich spiele. Vorsicht, Löcher! Okay. So springe ich. Und deswegen müssen wir es jetzt nochmal machen. Wir waren noch nicht durch. Fast. Aber das ist kein Problem, wir machen das für euch nochmal. Oh Mann. Kein Problem. Jetzt haben wir Übung. Jetzt haben wir Übung. Ich werde trotzdem sterben, hundertprozentig. Ich werde auch sterben. Aber wir haben immerhin Übung. Ich meine, Lava-Level. Das Lava-Level ist grausam. Aber das kommt erst am Schluss. Ja. Falls ihr jetzt denkt, was wir hier machen, es nennt sich Skill. So. Die Zehnermünzen sind wichtig. Können bare Leben sein. Das ist übrigens das Geld, was jetzt hast du auch Schuss. Ich hab den Schuss. Du hast den Schuss. Ich hab den Schuss. Das ist übrigens das Geld, was wir hier einsammeln, damit wir uns später, wenn wir das Level vorbei haben, unsere Leben wieder auffüllen können, gegebenenfalls. Oder Blumen kaufen. Oder Blumen kaufen für Frauen. Gentlemen. Ja. Und Häuser ausbauen. Ja. Gentlemen. Oh, ich hab gerade auf dich geachtet die ganze Zeit, was du hinten machst. Weil keine gute Idee. Ich war ein bisschen zu schnell. Hops. Okay, noch einer. Nein. Dann kommt jetzt unser Freund. Auf geht's. Genial, wie sie aussehen. Ja, das ist auf jeden Fall ein Projekt, was wir unbedingt machen wollten, als wir dann uns dazu entschlossen haben. Deshalb ist es auch das erste, was wir aufnehmen. Übrigens. Damit wir das sicher haben. Ja, übrigens verbringen wir eine ganze Woche hier zusammen und nehmen auf. Und machen natürlich auch ein paar andere Sachen, aber aufnehmen ist auf jeden Fall eines der... Die Sachen, etwas, das wir nutzen wollen, wenn wir schon mal die Gelegenheit dazu haben. Eine der elementarsten Dinge. Die ganze Woche lang und jetzt wird's... Der hat mehr als ein Leben. Danke, dass du das sagst. Ja, wieder weg dort. Der Ritt auf dem Stegosaurus. Tadam. Das ist mal sehr geil aussieht, wenn du so langsam läufst. Ich komme! Okay. Gute Nacht, träum süß. Schön wär's. Ach komm, ist ja nicht so schlimm. Oder etwa doch. Baba. Also, Das Unrealistischste im ganzen Spiel, der Stegosaurus hat Reißzähne. Du meinst, das ist das Unrealistischste im ganzen Spiel? Das ist etwas, das hat mich schon immer gestört. Das ist eigentlich ein Pflanzenfresser. Nicht, dass das den Triceratops aufhalten würde, den Versuch zu starten, uns zu fressen, aber... So, da wollen wir mal einfach reinprügeln. Wir haben ja zum Glück den Schuss. Ja, auch wenn er nicht zu viel Schaden macht wie die Keule selbst. Dann halt. Wir haben den Schuss. Einen Schaden kann ich tanken. Wenn du jetzt noch stirbst, während der Stegosaurus runterfällt, dann. So, und jetzt. Einzelheit. Bossfeind, Einzelheit. Ich habe alles. Du hast sogar Einzelheit. Ich habe sogar Einzelheit. Das Wichtigste von allen. Oh Mann, da haben die Übersetzer sich richtig Mühe für gegeben. Einzelheit. Wir gehen davon aus, dass es die eingesammelten Items sind. Ja, das ist so, das denken wir zumindest. Macht am meisten Sinn. Also wer die meisten Items eingesammelt hat, wird die Einzelheit bekommen. So, holen wir uns schnell hier noch. Ja, du musst 7 Regenbogensteine sammeln, warum weiß ich auch nicht, aber hier bitte nimm einen.
Da sammeln wir mal die Regenbogensteine. Und wir wissen. Oh, habe ich den getroffen? Ah ja. Entschuldigung. Und später bauen wir dann noch unser Haus aus und. Wenn wir das Geld dazu haben. Genau. Und kaufen Blumen. Kaufen Blumen. Das ist ganz wichtig, Blumen kaufen. Wenn wir das Geld dafür haben. Ey, die Truppen! Ja, wie ihr seht, behalten wir unsere Lebensanzeige. Das heißt, wir haben jetzt, also ich habe jetzt, du auch, ne? Du hattest am Anfang auch ein Herz weniger. Deshalb habe ich jetzt die Frucht gegessen. Was für eine Frucht auch immer das ist. Leider behalten wir den Schuss nicht. Ja, ist ein bisschen schade, aber sonst würden wir quasi alle zuerst das Wasserlevel machen. Weil du dort den Doppelschuss kriegst. Und dann gäbe es keine Herausforderung mehr in diesem Level. Das ist so richtig. Fleisch? Nee. Hier Frucht. Ups, und durch die Früchte, die wir einsammeln, oder den Fleisch, können wir auch gegebenenfalls entweder Kerne spucken oder Knochen. Genau. Die Eingeweide unserer Feinde. Oh! Ich dachte, ich bin drauf gelandet. Du bist nicht drauf gelandet. Offensichtlich nicht. Und mich hat auch irgendwas getroffen, aber hey, du kannst, wenn du möchtest. Jawohl. Lass dich einfach von nichts treffen. Hier ist der Boden, okay. Hopp. Na, die Kamera ist nicht dein Freund in diesem Modus. Nee, das ist richtig. Du kannst es eh nicht nehmen. Okay. Denk gar nicht, kann er nicht drauf landen. Ja, du kannst nicht drauf landen, aber du kannst auch nicht davon getroffen werden. Das hat Vor- und Nachteile. Ja. Durchaus, ja. Ärger in den Baumwipfel. Ja, den gibt's. Hier hat's Leben. Ja. Wo? Hier war eine Frucht. Wahrscheinlich war es schon zu spät. Ja. Naja. Gibt wieder welche. Richtig. Die blöden Käfer. Hier Frucht. Hier Fleisch. Danke. Und nochmal wieder voll. Wenn wir die ersten paar Level keine Leben verbrauchen, ist's. Ist schon sehr gut, ja. Wäre von Vorteil. Oh. Das ist nur die Notlösung. Mhm. Falls euch das Knacken an den Supercontroller, also an den Controllern stört, bedenkt einfach, dass die Controller wahrscheinlich älter sind als ihr. Die sind ja also wahrscheinlich auch älter. Wobei der Super Nintendo wahrscheinlich eher nicht, nee. Also nicht älter als ich zumindest. Nee, auch nicht älter als ich, aber. Ja. Aber vielleicht für viele der Zuschauer, denke ich mal, Das kann sehr gut sein, ja. Manchmal klemmt auch einfach der Knopf hier. Das ist so witzig. Du springst und denkst so, ah, ich kann nicht nochmal springen. Oh Gott. Oh! Ja, so viel dazu. Warte, ich komm wieder hoch. Sorry. Mir gefallen die Käfer hier oben nicht. Noch mehr Käfer. Ah, geschafft. Nicht mehr viel Leben verbraucht. Hier Frucht. Suicide Squad. Kamikaze-Bombe in der Steinzeit. Ups. Vor dir unten. So. Das windige Tal. Oh. Ich finde den so. Das ist zu fies, wenn man den einfach in den Boden stampft. Ja, Vorsicht, ducken. Jetzt kommt der Flugsaurier da. Oh Gott. Natürlich nicht. Ich habe auch schon gedacht, das wird doch niemals.
Okay, jetzt wieder ein bisschen konzentrierter. Ich bin ein bisschen mehr hier. Ich glaube, der schubt dich nicht von den Dingern runter. Ich denke, er kann. Ich glaube nicht. Ich möchte es nicht ausprobieren. So, nimm du das Fleisch. So. So, und jetzt kommt unser Boss gegen einen riesigen Maulwurf. Ich finde Autoscroller so grausam, ne? Aber in jedem Jump'n'Run. Ist der ein? Ist das der einzige? Wirklich. Einfach nur noch hochprügeln. Autsch. Treffen wir ihn noch einmal? Nein. Schade. Kann man ihn eigentlich so nicht treffen? Nein, ich glaube nicht. Habe ich zumindest noch nie. Ja, dafür kommt er jetzt. So, vier fehlen uns noch. Vier fehlen noch. Yay. Da seht ihr auch in etwa, wie lange wir für dieses Projekt brauchen werden. Nicht, das ist kein langes Spiel. Nee, ist kein langes Spiel. Ich habe Einzelheit. Du hast Einzelheit. Ich habe wenigstens die Einzelheit.